Hi Leute, und was geht ab? Mit ganz viel Fantasie kann man hier noch eine Bank erkennen, aber da kann man ja nicht mal wirklich drauf sitzen. Das heißt, ich baue jetzt mal eine neue Bank. Aber als erstes würde ich sagen, reißen wir die Bank mal ab. Momentan ist hier noch ein bisschen uneben und huggelig, aber damit hier später die Bank wieder richtig geil gerade steht, mache ich das ein bisschen ebenerdig. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber jetzt ist es wieder schön gerade. Okay Leute, ich habe mir gedacht, ich baue die Bank so, indem ich einfach zwei Baumstämme nehme, einmal hier so hinlege und hier, und dann kommen hier etwas dünnere Stämme drüber. Genau, das ist erstmal der Plan für die Sitzfläche. Jetzt besorge ich mal die zwei fetten Baumstämme. Ich habe hier jetzt einen richtig coolen Stamm gefunden und den säge ich jetzt mit meinem Silky Big Boy einmal durch. Okay Leute, jetzt sind wir durch. Etwa eine Viertelstunde. Und ich habe auch ein bisschen Pause gemacht. Jetzt würde ich sagen, sägen wir den nochmal durch, weil es so viel Spaß gemacht hat. Okay Leute, für den haben wir jetzt nur 10 Minuten zum Durchsägen gebraucht. Chuck, der sieht doch gut aus. Und jetzt nur noch einmal genau da. Einmal, zweimal. Jetzt habe ich hier meine Axt und jetzt mache ich das hier mal so ein bisschen gerade. So sieht es jetzt eigentlich schon ganz cool aus, aber die Bank ist trotzdem immer noch ein bisschen tief. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier drunter, unter den hier, noch so zwei Stämme und dann wird das hoffentlich ein bisschen höher. Ich nehme einfach den hier mal dafür und den säge ich jetzt viermal durch. Viermal. Nein, dreimal. Okay, die Höhe ist schon besser. Jetzt sind die zwei Kollegen hier schon ein bisschen höher. Aber jetzt wackeln die hier noch so ein bisschen rum. Das heißt, ich fixiere die jetzt mal. Zwei, drei, vier. Die spitze ich jetzt mit meiner Axt auf einer Seite an. Ich denke mal, das reicht. Und der letzte. Hä? Magic. Okay, jetzt ist er ja förmlich gefangen. Das funktioniert gut. Jetzt nur noch auf der anderen Seite. Wenn der nicht hält, dann weiß ich auch nicht. Das ist schon geil. Das hier wird später die Sitzfläche. Und die Höhe ist schon richtig gut. Ich habe jetzt hier so einen Bohrer, mit dem bohre ich dann hier so Löcher rein. Und dann verbinde ich das mit so welchen Holzstöcken. Also, let's go! Hier bin ich durch und jetzt alles wieder raus.
Die zwei Löcher sind jetzt fertig. Und jetzt habe ich hier so einen Holzstift. Den habe ich hier einmal durchgezimmert. Und der passt eigentlich perfekt. Na dann, let's go. Jetzt säge ich den hier einmal so schön gerade ab. Alterle, das sieht krass aus. Okay, Leute, jetzt fängt es einfach an zu regnen. Aber egal, ich mache trotzdem weiter. Es fehlt ja noch das Loch auf der anderen Seite. Nein, Leute, es regnet nicht. Es hagelt einfach. Oder so Schneehagel. Keine Ahnung, wie man das nennt. Okay, let's go. So Leute, so weit bin ich für heute gekommen und ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Ich mache dann jetzt Schluss für heute, aber für euch geht es jetzt direkt weiter. In dem Sinne, ciao. Yo Leute, neuer Tag und heute baue ich mal wieder einen neuen Balken an meiner Bank fest. Let's go. Bam, 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 bam. Okay, hält auf jeden Fall Bombe. Jetzt kann man hier schon entspannt sitzen. Also, die Sitzfläche ist jetzt schon mal fertig. So sieht die Bank jetzt schon eigentlich ganz cool aus. Aber jetzt hat die Bank halt hier an den Enden noch so krumme Kanten. Und die säge ich jetzt schön in einem Schnitt ab. So sieht schon mal viel besser aus. Jetzt nur noch auf der anderen Seite. Also Leute, so sieht die Bank doch schon viel besser aus. Und wie ihr hinter mir seht, die Sonne steht schon ganz schön tief. Das heißt, ich mache Schluss für heute und für euch geht es wie immer direkt weiter in den nächsten Tag. Yo Leute, da bin ich wieder, nächster Tag und heute bauen wir die Bank hoffentlich fertig. Es fehlt eigentlich hier nur noch die Lehne und dafür brauche ich hier so zwei Pfeiler. Die hole ich mir jetzt. Hier ist gerade so ein Sturmschaden und da würde ich sagen, säge ich mir jetzt mal zwei Äste als Pfeiler ab. Ich zwar den Ast ab, auf dem ich stehe, aber ist doch auch egal, oder? Jetzt trage ich die mal ins Camp. Einmal und Alter. Zweimal. Bevor ich die Bank jetzt weiterbauen kann, brauche ich erstmal ganz viele von diesen Holzstiften oder wie auch immer diese Dinger heißen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die nennen würdet. Und davon mache ich jetzt ganz viele. Einfach irgendein Holz und jetzt jage ich das Holz mal hier durch. Let's go. Als erstes ziehe ich dafür Handschuhe an und zweimal Sicherheit geht vor. Versteht sich. Jetzt tue ich hier so einen Stein als Untergrund hin. Jetzt habe ich hier noch so einen Knüppel, wo ich das dann schön so durchhämmern kann. Würde ich sagen, let's go. Und jetzt habe ich hier so einen schönen Holzstift. Ja, okay, Leute, dass der Stein gebrochen ist, vergessen wir einfach. Okay, Leute, aber jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir hier diese Pfeiler erstmal spitz.
Okay, Leute, ich würde sagen, das ist spitz genug. Und jetzt jage ich den rein in die Erde. Der erste Pfosten ist hier drin, aber der ist hier so ein bisschen eingerissen. Und deswegen schneide ich den hier noch mal ein bisschen gerade ab. Der zweite Pfosten ist jetzt auch angespitzt und der kommt jetzt auch in die Erde. Geil! Die Pfeiler für die Lehne sind jetzt drin und jetzt, damit die das Gegengewicht halten können, mache ich hier noch so eine Stütze und dafür bohre ich hier ein Loch durch, damit ich die nachher befestigen kann. Okay, jetzt würde ich, glaube ich, erst hier ein Loch bohren, bevor ich hier die Stütze festmache, weil dann hat man hier mehr Platz. Okay, Leute, ich habe jetzt hier so einen Pfeiler schon zurechtgesägt und angespitzt und auch noch hier reingeklopft. Jetzt muss ich das theoretisch nur noch verbinden. Die Schwierigkeit ist dabei, ich muss das Loch genau treffen. Das passt eigentlich perfekt. Alter, ist das jetzt stabil. Alter, so macht Bushcraft Spaß. Jetzt hier die andere Stütze, die muss in etwa so hier rein. Okay, Leute, die Pfeiler hier hinten sind fertig drin und jetzt fehlen nur noch hier so Stämme, die hier hinten drankommen. Okay, Leute, hier ist ein Loch und hier auf der anderen Seite auch. Ich habe jetzt hier schon mal ein Loch gebohrt und das befestige ich jetzt hier schon mal. Alter, Leute, so sieht die Bank schon richtig geil aus und man kann sich hier auch richtig entspannt anlehnen. Also ist wirklich richtig gemütlich. Die Frage ist, was fehlt jetzt noch bei der Bank? Genau richtig. Ich muss nämlich hier noch so einen geraden Schnitt reinsägen. Dann sieht es erst richtig krass aus. Alter, Leute, was sagt ihr euch zu dieser krassen Bank? Und wollt ihr mal wissen, wie die davor aussah? Hier steht die neue Bank und das hier war mal die Bank. Ist doch schon ein gewaltiger Unterschied. So, Leute, und weil die Bank so geil aussieht, schauen wir uns sie jetzt mal im richtigen Detail an. Und Leute, wie findet ihr die Bank? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich riesig freuen. Und jetzt würde ich sagen, schaut euch unbedingt dieses Video an. Da seht ihr nämlich, wie ich die vorherige Bank baue. Das war übrigens auch mein erstes Projekt. Also schaut es euch unbedingt an und dann sehen wir uns dort wieder. Also bis gleich.